Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Israel feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Aber nicht alle sind darüber glücklich. Palästinensische Politiker sprechen von einer Katastrophe und verbreiten ihre Version der Geschichte, wonach sie die Ureinwohner des Heiligen Landes seien und die Juden nur Kolonialisten. Dass das Unsinn ist, wissen nicht nur Bibelkenner, sondern auch Historiker. Wir zeigen Ihnen im Jubiläumsjahr das ganze Heilige Land, abseits von Politik und Konflikten. Das sind heute unsere Themen. Israel von Süd nach Nord, unterwegs auf dem Roten Meer. Biblische Stätten, Tabor, der Berg der Verklärung. Biblischer Impuls von Pfarrer Heiko Bräuning, Gaspedal. Zuvor schalten wir in unser Nachrichtenstudio. Hier sind die Meldungen, die Israel beschäftigen. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das israelische Parlament hat den Staatshaushalt für das Jahr 2023 mit 64 zu 55 Stimmen verabschiedet. Damit wurde die vorgeschriebene Frist eingehalten, die drohenden Neuwahlen sind vom Tisch. Vor der Abstimmung hatte Ministerpräsident Netanyahu intensive Gespräche mit den religiösen Parteien geführt, die seine Regierung unterstützen und zusätzliche Gelder forderten. Seine Regierung werde die gesamten 4 Jahre durchhalten, unterstrich Netanyahu in Richtung der Oppositionspolitiker. Die hatten vor allem die Zuschüsse an ultraorthodoxe Bibelschulen kritisiert. Der Regierungschef kündigte an, der Kampf gegen die hohen Lebenshaltungskosten habe nun Priorität. Der Iran hat eine ballistische Rakete mit einer potenziellen Reichweite von 2000 Kilometern erfolgreich getestet. Das iranische Militär erklärte, seine Waffen seien in der Lage, die Stützpunkte der Erzfeinde Israel und USA in der Region zu erreichen. Das iranische Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen des Starts der verbesserten Version der Rakete Khorramshahr 4, die einen 1500 Kilogramm schweren Sprengkopf tragen kann. Trotz des Widerstands der USA und Europas hat das Mullah-Regime in Teheran beschlossen, sein Raketenprogramm weiterzuentwickeln. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA meldete, die neue Flüssigtreibstoffrakete habe den Namen Kaibar erhalten. Das ist eine Anspielung auf eine jüdische Burg, die in den frühen Tagen des Islam von muslimischen Kriegern überrannt wurde. Die israelische Zivilverwaltung hat eine Schule abgerissen, die Palästinenser 2017 ohne Genehmigung im Herodium-Nationalpark errichtet hatten. Die Europäische Union kritisierte den israelischen Schritt. Ein Sprecher sagte, man sei schockiert. Die Europäer finanzieren regelmäßig den Bau illegaler Schulen in den umstrittenen Gebieten. Nach deren Abriss fordern sie Entschädigungen vom jüdischen Staat. Laut Angaben der israelischen Organisation Regavim ist diese Schule nur eine von über 100 illegalen Schulgebäuden in Judäa und Samaria. Diese Gebäude gehören nach Meinung der Organisation zum Plan der Palästinenser, umstrittenes Land zu übernehmen, indem sie dort eigenmächtig Gebäude errichten. Dabei gehe es nicht um palästinensische Kinder, da es in deren Dörfern bereits Schulgebäude gäbe. Der rote Bus ist zurück in Jerusalem. Nach mehrjähriger Pause fährt der Doppeldecker wieder Touristen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. Start ist an der Agronstraße in der Nähe der amerikanischen Botschaft. Der Bus fährt dann einen Rundweg, unter anderem zur Altstadt und zu Aussichtspunkten. Die Passagiere können an jedem Halt aussteigen und später mit dem nächsten roten Bus weiterfahren. Im Sommer ist der Bus zwischen 10 und 16 Uhr täglich außer Samstag im Stundentakt unterwegs. Ein Audiosystem versorgt die Fahrgäste unterwegs mit Informationen, auch in deutscher Sprache. Ab Juli sind außerdem nächtliche Touren durch Jerusalem geplant. Israel hat das Shavuot-Fest gefeiert. Es wird als Fest der Erstlingsfrüchte und Fest der Gesetzgebung bezeichnet. Zum einen wird ein historisches Ereignis, das Empfangen der Tora am Berg Sinai, gefeiert. Zum anderen ist Shavuot das Fest der Ernte, da es zur Zeit der ersten Weizenernte stattfindet. Im Kibbutz Zuba, in den judäischen Hügeln am westlichen Stadtrand von Jerusalem gelegen, gab es ein fröhliches Programm mit einer Traktorenpräsentation, Spaßangeboten für Kinder und gemeinsamen Liedern. Traditionell wird weiße Kleidung getragen, viele Frauen und Kinder haben Blumenkränze auf dem Kopf. Am jüdischen Erntedankfest gelten zwar die Regeln des Schabbat, es darf jedoch gebacken und gekocht werden. Shavuot ist einer der eher unbekannten jüdischen Feiertage, vor allem weil den Juden an diesem Tag nicht viel abverlangt wird. Sie müssen weder fasten noch bestimmte symbolische Handlungen durchführen.
Israel hat in den vergangenen Tagen außergewöhnliche Wetterkapriolen erlebt. Eine tropische Hitzewelle mit schweren Sturmböen hat zu rund 170 Wald- und Buschbränden im ganzen Land geführt. Mehrere Löschflugzeuge waren im Einsatz, um die Feuer einzudämmen und Wohngebiete zu sichern. Auf die Hitzewelle folgten Gewitter mit Starkregen, die in Südisrael Überflutungen verursachten. Wanderwege und Straßen mussten gesperrt werden. Im Jordantal gab es heftige Hagelschauer, teilweise fielen taubeneigroße Eiskörner und verwandelten Straßen zeitweise in Eisbahnen. Wir schauen auf das aktuelle Wetter. Das ist in Jerusalem sonnig mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad. Am See Genezareth und am Toten Meer wird es bis zu 37 Grad heiß. Es gibt weiterhin eine Gewittergefahr. Das waren unsere Meldungen der Woche. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit. Die längste Straße in Israel hat die Nummer 90 und erstreckt sich über 480 Kilometer. Von der Südspitze Israels in Elatz am Roten Meer bis zur Nordgrenze mit dem Libanon. Wir nehmen Sie im Jubiläumsjahr 75 Jahre Israel mit auf eine Reise durch das ganze Land, stellen die schönsten Sehenswürdigkeiten vor und begegnen interessanten Menschen. Dabei folgen wir der Straße 90. Die erste Folge beginnt heute sogar noch etwas weiter südlich, nämlich auf dem Roten Meer. Das Schnellboot der israelischen Polizei brettert über die Wellen des Roten Meeres. Die beiden Außenbordmotoren beschleunigen es auf knapp 40 Stundenkilometer. Ziel ist die Grenze zu Ägypten, der südlichste Punkt Israels. Die beiden Marinepolizisten an Bord genießen die rasante Fahrt. Jakob Levy, den alle nur Kobi nennen, und Roy Yahud. Beide sind alte Hasen auf See. Yahud ist stellvertretender Leiter der Marinepolizei in Elat, der Sonnenstadt an der Südspitze Israels. Die Ordnungshüter auf dem Wasser haben sowohl eine Polizei- als auch eine Seefahrerausbildung, erklärt Kobi Levy. Wir sind eine Sondereinheit, die darauf spezialisiert ist, Menschenleben auf See zu retten. Wir sind die Einzigen, die das können, was wir tun. Wir sind da, wenn Boote oder andere Wasserfahrzeuge Hilfe brauchen. Wir sind auch verantwortlich für die Kriminalitätsbekämpfung auf dem Meer. Wir haben hier genauso Kriminelle wie an Land. Wir reden da vor allem über Drogen, Alkohol und Gewalt. Das Polizeiboot wird häufig von Beamten auf Jetskis begleitet. Die wendigen Fahrzeuge, Motorräder auf dem Wasser, werden vor allem für Rettungsaufgaben eingesetzt. Mit unseren Jetskis helfen wir Menschen in den Wellen oder nahe an der Küste. Wir haben eine Rettungstrage am Jetski befestigt. Über diese Methode halten wir Lehrgänge im Norden und am Mittelmeer ab. Wir sind die Einzigen, die mit diesen Rettungstragen im Wasser umgehen können. Auch wenn es nach Urlaub aussieht, die Polizisten versichern, dass ein mehrstündiger Einsatz auf den Jetskis bei hohem Seegang und in der prallen Sonne alles andere als erholsam ist. Die Einsätze zur Rettung von Leben sind die wichtigsten, betont auch Roy Yahud. Er erinnert sich an eine dramatische Aktion. Einmal hatten wir hier den Fall, dass ein 7-jähriges Mädchen auf einer Luftmatratze abgetrieben wurde. Es herrschte ein starker Nordwind von vielleicht 20 Knoten. Niemand konnte sie mehr sehen. Ihre Eltern schwammen ihr nach, aber auf der Matratze war sie zu schnell. Wir suchten nach dem Mädchen und nach etwa 20 Minuten sah ich sie 800 Meter vor dem Hafen. Es gelang ihm, das Mädchen aus den hohen Wellen zu retten. Und danach auch ihre Eltern. Der Golf von Elat ist voll von Wasserfahrzeugen aller Art. Es gibt unzählige Anbieter von Spaßfahrten, Tauchkursen und Bootsverleihern. In Ufernähe dürfen Touristen in schwach motorisierten Booten selbst ans Steuer.
Einige überqueren dabei unabsichtlich die Grenze zu Jordanien. Dann nimmt sie die jordanische Marine in Empfang und befragt sie, was los ist. Manchmal gibt es eine Untersuchung, das dauert dann eine oder zwei Stunden. Danach werden sie an die Grenze gebracht und unsere Marine übernimmt sie. Die befragen sie ebenfalls und übergeben die Leute dann an uns, an die Polizei. Mittlerweile ist das Polizeiboot an der anderen Grenze, der ägyptischen, angekommen. An Land wehen die israelische und die ägyptische Flagge, nur wenige Meter voneinander entfernt. Beide Seiten beobachten genau, was auf dem Wasser vor sich geht. Das hier ist der äußerste Punkt, an den Israelis kommen dürfen. Dann beginnt eine 100 Meter lange Zone, in der sich niemand aufhalten darf. Keiner darf diese Linie überqueren, nur die Armee. Hier ist die Grenze, aber die Israelis dürfen sie hier auf dem Wasser nicht überqueren. Sie dürfen sich hier nicht einmal weniger als 100 Meter nähern. Das Boot nimmt am südlichsten Punkt Israels wieder Fahrt auf und fährt zurück in den Hafen. Dort erklärt Polizeisprecher Dean Elston, warum die Wasserschutzpolizei der begehrteste Job bei den israelischen Ordnungshütern ist. Ich denke, die Polizeibeamten achten vor allem auf den Wert der Rettung von Menschenleben. Auf dem Polizeiboot hast du Menschen, die beinahe ertrunken wären da draußen auf dem offenen Meer. Sie machen die Erfahrung, dass sie tatsächlich Menschenleben retten. In der nächsten Folge unserer Jubiläumsserie Israel von Süd nach Nord stellen wir die Stadt Eilat mit ihren vielfältigen Attraktionen vor. Israel ist das Land der Bibel. Viele der dort beschriebenen Ereignisse haben sich an Orten abgespielt, die heute noch existieren. Wer sie mit eigenen Augen sieht, bekommt meist einen neuen Blick auf die Heilige Schrift. Ihre Geschichten werden plötzlich sehr real. Wir zeigen Ihnen bei Fokus Jerusalem wichtige Orte der Bibel in Israel. Und heute nehmen wir Sie mit auf den Berg Tabor. Er wird von Christen als jener Berg angesehen, auf dem sich die Verklärung Jesu ereignet hat. Aber der Tabor spielt schon in der hebräischen Bibel, dem sogenannten Alten Testament, eine wichtige Rolle. Er ragt wie eine umgedrehte Schüssel aus der Jezreel-Ebene in Galiläa, der Berg Tabor. Rund 400 Meter hoch erhebt sich sein Gipfel über die umgebende Landschaft. Im 2. Jahrtausend vor Christus verehrten die Kanaanäer hier ihren Gott Baal. In der Bibel spielt der Berg eine wichtige Rolle. Der Tabor liegt 25 Kilometer von der Südspitze des Sees Genezareth entfernt. Von seinem Gipfel gibt es eine fantastische Aussicht auf eine der fruchtbarsten Gegenden Israels. Noam Nakshon arbeitet für die israelische Nationalparkbehörde und kennt sich hier bestens aus. Im Hintergrund sehen Sie das Jezreel-Tal. Ganz in der Ferne ist der Berg Karmel zu erkennen und auf der rechten Seite liegt die Stadt Nazareth. Das ist die Umgebung, in der Jesus unterwegs war. Wir reden hier im Wesentlichen über zwei Geschichten, eine aus dem Alten und eine aus dem Neuen Testament. Obwohl sein Gipfel nicht einmal 600 Meter über dem Meeresspiegel liegt, ist der Tabor eine weithin sichtbare Landmarke. Er liegt an der Grenze der Stammesgebiete von Sebulon, Issachar und Naphtali. Einst führte die Handelsstraße von Ägypten nach Babylon an ihm vorbei. Die Bibel erwähnt den Berg Tabor im Buch der Richter, als es um die Prophetin Deborah geht. Sie sagt zu Barak: Gehe und sammle die Leute von Naphtali, das ist einer der Stämme, die wir hier am Berg Tabor antreffen, ein Stamm des Nordens, und ziehe auf den Berg Tabor. Ich werde Sisera, deinen Feind, hierher führen und dann kannst du ihn besiegen. Barak besiegte dann tatsächlich die Kanaaniter, nach jüdischer Überlieferung, weil deren schwere eisernen Streitwagen im regenreichen Gebiet um den Tabor im Schlamm stecken blieben. Auf dem Gipfel des Berges thront die Verklärungsbasilika. Sie wurde vor rund 100 Jahren von den Franziskanern erbaut, auf den Ruinen einer viel älteren Kirche. Darüber hinaus finden sich hier Reste antiker und mittelalterlicher Befestigungsanlagen.
Die Franziskanerkirche erinnert an eine Begebenheit aus dem Neuen Testament. Am bekanntesten ist die Geschichte der Verklärung. Ich lese aus Matthäus Kapitel 17. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Wir wissen nicht genau, wo sich das ereignet hat, aber wir wissen, dass es im Norden Israels war, irgendwo in Galiläa und auf dem Gipfel eines hohen Berges. Die byzantinische Tradition, das bedeutet im 4. Jahrhundert und danach, verweist auf den Berg Tabor als den hohen Berg, über den wir hier reden. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. One for you, one for Moses and one for Elijah. Diese biblische Geschichte hat der Architekt der Kirche aufgegriffen, der berühmte Italiener Antonio Barluzzi. He himself was a Franciscan monk and er war selbst ein Franziskanermönch. Um es metaphorisch zu sagen, er hielt den Zeichenstift in einer Hand und in der anderen Hand das Neue Testament. Er las die Geschichte, während er die Kirche gestaltete. Er baute mehrere Kirchen für den Orden der Franziskaner im Heiligen Land. Jede dieser Kirchen gestaltete er einzigartig, entsprechend der jeweiligen Städte und ihrer Geschichte. Uniquely, according to the site, according to the story. So baute er im Innern der Kirche die Hütten nach, von denen Petrus gesprochen hatte. Eine Kapelle ist dem Propheten Elia gewidmet. In der anderen wird Moses mit den 10 Geboten dargestellt. Barluzzi hatte noch eine weitere, sehr ungewöhnliche Idee. In der Haupthalle sehen Sie die Verklärungsszene über dem Altar. Schauen Sie dort an die Decke. Barluzzi hat versucht, dort etwas Einzigartiges zu schaffen. Er sagte sich, das ist eine Szene, die in hellem Licht spielt, sozusagen in einem blendend hellen Licht. Wir sollten für eine helle Decke sorgen und so nahm er Alabaster. Es ist wahrscheinlich die einzige Struktur in Israel, die aus Alabaster gebaut wurde und transparent war, um möglichst viel Sonnenlicht in die Kirche zu lassen. Davon sieht man heute leider nichts mehr. Vermutlich war es nicht dicht genug, wenn Regen fiel. Deshalb musste Antonio Barluzzi den Alabaster mit Kupferstücken überdecken. Der Berg Tabor, nach dem übrigens die deutsche Stadt Montabaur benannt wurde, ist bis heute ein beliebtes Ziel von christlichen Pilgern aus aller Welt. Sie beten an diesem biblischen Ort gerne einen Vers aus dem 89. Psalm. Darin heißt es: Nord und Süd hast du geschaffen, die Berge Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Sie haben schon gemerkt, wir sind heute viel unterwegs, auf dem Roten Meer und auf dem Verklärungsberg. Ging das zu schnell? Haben wir zu sehr aufs Gaspedal gedrückt? Diese Frage stellt sich auch Pfarrer Heiko Bräuning in seinem biblischen Impuls. Er geht der Frage nach, ob auch das Volk Israel manchmal zu schnell unterwegs war und was wir daraus lernen können. Ist das hier jetzt ein Gaspedal oder ein Bremspedal? Vermutlich ein Gaspedal. Pedal, oder? Normalerweise ist das ein bisschen kleiner als das Bremspedal oder umgekehrt. Schauen Sie doch nachher gleich mal in Ihrem Auto nach. Aber beim Fahren sollte man es schon ganz genau wissen. Denn beim Fahren darf man es ja nicht verwechseln. Es wäre verhängnisvoll, Gas zu geben, wenn man bremsen müsste. Und es wäre fahrlässig zu bremsen, wenn man Gas geben sollte. Das Leben übertragen ist es gar nicht immer so leicht zu entscheiden, oder? Gilt es mit Vollgas auf die Überholspur zu wechseln, damit man eventuell schneller ans Ziel kommt? Oder gilt es abzubremsen, damit man die Karre nicht an die Wand fährt? Soll man Gas geben, damit man dies oder jenes Ziel erreicht, etwa die nächste Stufe auf der Karriereleiter erklimmt?
oder im fortgeschrittenen Alter noch einmal seinen neuen Ehepartner kennenlernt? Soll man Gas geben und damit auch mehr Risiko eingehen? Oder gilt es, auf die Bremse zu treten, langsamer zu werden, zur Besinnung zu kommen, abzuwarten und still zu werden? Vielleicht war ja die bisherige Geschwindigkeit einfach viel zu hoch. Vielleicht wurde es dem einen oder anderen Beifahrer schon schlecht vor Angst aufgrund des Fahrstils. Und sowieso, wenn man eine Ausfahrt nehmen muss, um sein Ziel zu erreichen, ist es eh wichtig, abzubremsen, um die Ausfahrt elegant, geschmeidig nehmen zu können. Also es ist schon wichtig zu wissen, ist es ein Bremspedal oder ein Gaspedal und was ist denn jetzt zu benutzen? Auch für Israel war das gar keine leichte Entscheidung, sich immer richtig zu verhalten, im politischen, im religiösen, im privaten, soll man auf die Tube drücken, damit es mit Volldampf vorausgeht, was man erreicht, was man sich an Zielen gesetzt hat, Landeroberung, neue Könige, Aufbrüche mit Volldampf, oder galt es, auf die Bremse zu treten, langsamer zu werden, vielleicht sogar zurückzurudern, um innezuhalten, um still zu werden, sich neu zu besinnen auf Gott, damit man nicht unnötig in Gefahr gerät. Gas geben oder bremsen? Das könnte unserem Charakter entsprechen. Die Vorsichtigen stehen gerne immer mit einem Fuß auf der Bremse und die Draufgänger haben immer einen Bleifuß. Und manchmal müssen auch die Vorsichtigen ermutigt werden, Gas zu geben. Und die mit dem Bleifuß schaden sich nicht, wenn sie auch mal wie ein Sonntagsfahrer durch die Gegend fahren. Interessanterweise gibt es keine himmlische Weisung, immer nur Gas zu geben. Aber es gibt auch nicht die Ansage, immer nur abzubremsen. Aber es gibt ein wunderbares, verheißungsvolles Wort, ein Versprechen Gottes, das den Verzagten Mut macht und den Draufgängern zur Gelassenheit verhilft. In Josua 1, Vers 9 heißt es, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Also, heißt auf Deutsch, wenn es gilt abzubremsen, sei getrost und unverzagt. Und wenn es gilt, Gas zu geben und neu durchzustarten, lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht. Gute Fahrt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Gott ermutigt sein Volk Israel. Das erlebt viel Grauenhaftes und Entsetzliches damals wie heute. Kriege, Terror, internationale Missbilligung, Judenhass. Aber damals wie heute erlebt Israel auch das Handeln des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Darüber berichten wir in dieser Sendung. Danke, dass Sie das durch Ihre Gebete möglich machen. Wir benötigen auch Ihre finanzielle Hilfe. Wir sind dankbar, dass Ihre Spenden die wöchentliche Produktion dieser Sendung ermöglichen. Aktuell liegen die Zuwendungen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Aber mittlerweile ist alles in Israel viel teurer geworden, von Mieten bis zu Lebensmitteln. Bitte helfen Sie mit, dass wir diese Herausforderung bewältigen. Hier ist dafür unser Spendenkonto. Fokus Jerusalem GmbH mit der IBAN DE 90 6005 0101 0400 0500 07. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung im Betreff auch Ihre Anschrift an. Die wird von den Geldinstituten nicht übermittelt. Wir verabschieden uns für heute mit Aufnahmen aus dem jüdischen Viertel der Jerusalemer Altstadt. Wir haben einige Eindrücke rund um die berühmte Hurwa-Synagoge eingefangen. Bitte bleiben Sie mit Israel im Gebet verbunden. Shalom.
Und nächste Woche bei Fokus Jerusalem? Bananenernte in Israel. Harte Arbeit für süße Früchte. Meikedem-Wassertunnel, ein kühles Abenteuer. Biblischer Impuls von Dr. Petra Held, 75 Jahre Israel.